500 Likes? Machbar für die Hashtag Packs Army, oder? Richtig. Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing auf meinem Kanal. Heute habe ich das Mega Starter Pack der neuen Panini FIFA 365 2020er Serie am Start, Leute. Sind wir mal alle ehrlich, ne? Neue Serien auszupacken, neue Dinge, die man noch nie ausgepackt hat, machen einfach immer am meisten Spaß, Leute. Und ich habe dieses Starter-Pack logischerweise noch nicht ausgepackt. Es macht auch meiner Meinung nach keinen Sinn, Starter-Packs zweimal auszupacken. Also das ein und dasselbe. Klar, ein Unboxing-Battle kann man 3, 4, 5, 6, kann man 20 Mal machen, weil Unboxing-Battles sind immer unterschiedlich. Aber Mega-Starter-Packs sind in der Regel nicht immer unterschiedlich. Man hat die gleiche Limit drin, klar, man hat Päckchen drin, 5 verschiedene, wo man halt verschiedene Karten zieht. Deswegen ist eigentlich ein Mega-Starter-Pack. Ja, aber nach dem dritten Mega-Starter-Pack wird es dann auch meiner Meinung nach langweilig. Das ist auf jeden Fall anders als ein Unboxing-Battle. Das wollte ich damit gesagt haben. Jawolski, let's go. 8,95 € kostet das Ganze hier. Vorne drauf haben wir einen Robert Lewandowski, einen Van Dijk, einen Hazard, einen Ronaldo und einen Olivier Giroud. Die FIFA 365-App werde ich definitiv auch spielen. Kommt früher oder später ein Video dazu. Nicht so spät wie zu der Road to Euro. Weil da habe ich zum Schluss mit der App angefangen. Habe überhaupt nicht durchgesehen. Aber egal. FIFA 365 werde ich vielleicht sogar diese Woche anfangen. Oder nächste Woche. Mal gucken. Genau. Ich habe Bock, jetzt das Mega Starter Pack auszupacken. Deswegen reiße ich jetzt auch direkt auf. Machen wir es. So. Und mega. Ich bin mal kurz ruhig. Oh shit, Alter. Mega Starter Packs sind halt für meine Kameraposition hier ein bisschen problematisch. Die Kamera ist hier so weit in fast sogar in meinem Gesicht hier drin. Uiuiui. Aber guckt euch diese Limi an. Leute, guckt euch diese verdammt geile limitierte Auflage an. Kylian Mbappé. Von PSG Limited Edition. Oh mein Gott, Mann. Also ich bin sehr überzeugt von den Limis. Ich bin sehr, sehr überzeugt von den Limis. Allgemein die FIFA 365-Serie dieses Jahr wieder eine sehr schöne Serie. Muss man auch einfach mal sagen, ne? Kylian Mbappé, 96er Angriffswert, drehe ich jetzt nicht um, weil sonst klaut mir ein Schlawiner von euch den Online-Code und den möchte ich ja noch in meiner App zocken. 5 Booster, die werden wir gleich auspacken. Ein Griezmann drauf. Also Griezmann Booster, Thiago Booster, Lever, Messi Booster hier, Griezmann und nochmal Thiago mit Firmino. Das ist das, ja, ist die Sammelmappe. Ist nichts Besonderes. Hier die Checklist nochmal, die ganzen Folien, bam bam. Hinten gibt es ja nochmal das offizielle Sammlermagazin. Das können wir mal hier kurz durchblättern. Dann haben wir noch einmal das Spielfeld. Oh, das sieht auch edel aus. Ich finde irgendwie sieht das cooler aus als die anderen, ja, okay, das sieht natürlich komplett gleich aus, aber hier vorne das Frontcover vom Gameboard. Muss man mal sagen, ne? So, Sammlermagazin. Was haben wir denn hier alles drin? Hier wird die Serie wieder einmal vorgestellt. Müssen wir uns jetzt eigentlich nicht alles durchlesen. Ich blätter nur einmal ganz schnell durch, Leute. Ich blätter einmal durch, was uns hier so erwartet. Teammates, bla bla bla. Ich habe ja schon, ja, ein Display geöffnet. Jetzt in nächster Zeit wird es natürlich weitergehen. Ganz klare Sache. U20. WM Polen 2019, okay, wusste ich gar nicht, dass die stattfindet, lul. Die ganzen Powerkarten werden hier nochmal gezeigt, welche Arten es gibt. Goldkarten, Topmasterkarten. Dann haben wir hier nochmal die Frauen-WM mit den Karten, die es dazu gibt. Zack, zack, die. Was war das hier? Das war Nation League-Sieger und das war Südamerika. Also, ja, Copa America-Sieger. Einmal Portugal, einmal Brasilien. Dann haben wir hier die App. Oh, sie wird sogar hier gezeigt. Adrenalix Classic. Und ich habe, glaube ich, bei der Euro auch Evolution gespielt, ne? Und da bin ich gar nicht klar gekommen, Leute. Da müssen wir uns noch rein spielen, sage ich mal. Oh, hier. Auch eine coole Übersicht. Das finde ich mal cool. 2016 sah die so aus. Das war noch ein Hardcover-Album. Das habe ich sogar noch. 2017, 2018, 2019 und 2020. Ihr könnt gerne mal kommentieren, welche Serie ihr am coolsten fandet von der FIFA 365. 2016, 2017, 2018, 2019 oder diese aktuelle Serie. Hier die ganzen
Karten dann nochmal. Natürlich gibt es auch wieder Premium-Tüten und Premium-Gold-Tüten. Gibt es natürlich auf meinem Kanal, ist ja ganz klar. Das war das Sammlermagazin. Kommt wieder zurück ins Album und dann gucken wir uns an, was wir so in den 5 Booster drin haben werden. Ich hoffe auf eine Top-Master-Karte. Das wäre richtig geil. Eine schöne Top-Master-Karte im Sammelalbum, im Mega-Starter-Pack hier. Da sind sie. 5 Booster. Und ich würde sagen, nicht so lange schnacken, sondern wir legen los. Wir legen los. Let's go. Zack. So, wir starten mit. So viele habe ich jetzt auch noch nicht geöffnet, ne, von der Serie. Ist auch noch für mich neu, diese Serie, muss man auch einfach so sagen. Ne? Aaron Ramsey von Juventus Turin als Impact Signing, als goldene Karte, unsere erste Powerkarte. Und wir haben direkt 2 Powerkarten hier im Pack. Jawolski, Goalmaschine, nein, nicht Goalmaschine, Game Changer hinterher. Game Changer, Karim Benzema. Karim Benzema, ja, aber ich glaube, es gab, glaube ich, mal einen Kommentator, der Benzema gesagt hat, ich weiß es nicht genau. Aber irgendwie so, irgendwo habe ich das her. Karim Benzema, ich glaube, der Keller sagt das auch öfters mal. Der Keller Benzema, da habe ich, glaube ich, das auch her. Aber einen Kommentator gab es auch irgendwo. Ich glaube, in der La Liga, da sagen, die sprechen Benzema, ich weiß es nicht genau. Aber irgendwie so war das. Lucas Toussaint von Olympique Lyon. Dann haben wir Alexandro von Juventus Turin. Per Schurz von Ajax Amsterdam. Und Gabriel Jesus von Man City. Jawolski. Erstes Pack, sehr, sehr geil. 2 Powerkarten in einem Pack ist immer sehr geil. Oh, wow, 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 wow. Was geht denn hier ab? Guckt euch das an. Alphonso Davies von den Bayern. Als Wunderkind. Als Wunderkind der Alphonso David. Booster kommen hier einfach auf den Boden, Leute. Punkt, Punkt, Punkt. Ich jetzt mal drauf. Als Fanskarte. Und die zweite ist hier eine schöne Dynamic Duo Karte. Luke Shaw und Jesse Lingard Jawolski. Geile Karte hier, muss man mal sagen, ne? Von Manchester United. Dann geht's weiter mit Ilkay Gündogan, Arkadiusz Milik von Napoli, Loftus Cheek von Chelsea und Thiago von den Bayern. 3 haben wir noch. 3 Booster haben wir noch. Geht's wieder? Oh, schade. Dieses Mal leider keine 2 Powerkarten in einem Pack. Aber wir machen weiter mit dem Spanier aus der italienischen Liga, aus der italienischen Serie A, José Callejón. José Callejón als Fans-Favorite, jawolski, als goldene Karte, also als goldene Fans-Favorite-Karte. Chris Smalling von Man U, Kepa Arrizabalaga, der sich bei einem Spiel nicht auswechseln lassen wollte. Ja, ein Keeper hat sich nicht auswechseln lassen, finde ich auch, wenn der Trainer entscheidet und die Trainer, muss ich sagen, die Entscheidungen sind einfach Fakt. Wenn ein Trainer sagt, du kommst jetzt raus, dann hat der Spieler es zu tun. Hau ich auf den Tisch hier, Leute. Da hau ich auf den Tisch. Xherdan Shaqiri. Dann haben wir Angel Gurea von Atletico Madrid und Alexis Sanchez, Manchester United. Nächstes Pack. Da haben wir, vorletztes ist nämlich mittlerweile schon, Julian Alvarez von River Plate, dann Axel Witzel vom BVB als Keyplayer. Oh shit. Starting 11 zu 88%, also Start 11 Einsätze hatte er zu 88%. Der gute Axel Witzel, Hecke Witzel hier als Keyplayer. Dann Luke Shaw, Manchester United, Handanovic, Inter Mailand, Trent, Alexander Arnold und Roman Brücki. Wenn ihr euch jetzt denkt, dass ich den Keeper falsch ausgesprochen habe, nein Leute, das ist ein Insider, wer mich schon, keine Ahnung, 2 Jahre verfolgt, der weiß, dass es diesen Insider gibt. Und an alle, die neu anschalten oder so, ja, ich habe Roman Brücki gesagt. So, letztes Pack hier für heute. Oh, und wir haben nochmal eine geile Goldkarte drin, obwohl die Goldkarte für mich nicht Gold aussieht, sondern diese Karten sehen eher für mich Gold aus. Und die Karte, die danach kommt, sieht für mich eher so orange aus. Aber egal, Kenny von Schalke. Oh, das ist so der neue Außenverteidiger von den Schalkern, ne? Kenny, der ziemlich genervt beim Hertha-Spielen. So, Rui Patricio. Also, wenn das Gold ist, dann weiß ich auch nicht. Gold steht auf jeden Fall drauf. UEFA Nation League Winner, Rui Patricio aus Portugal. Dann haben wir Antonio Rüdiger von Chelsea. Arturo Vidal, der chilenische Krieger vom FC Barcelona. Jordi Alba, ebenfalls von Barcelona. Und Nicolas Tagliafico von Ajax Amsterdam, Leute. Das war das Mega Starter Pack hier von
der FIFA 365 2020er Serie, also von der neuesten Serie, die es so gibt. Ich finde es eine geile Serie. Ich werde definitiv Map-Update zu machen. Ich werde weitere Unboxings machen, Blister, Multipacks etc. Wird es alles geben. Und wenn es euch gefallen hat, lasst natürlich ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns dann beim nächsten Unboxing, beim nächsten Video. Wir sehen uns. Haut rein und tschüssi.